herzliches Willkommen zur 8. Reinickendorfer Ausbildungsmesse hier im Fontanehaus. Ich freue mich sehr, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler hier sind. Etwa 20 Betriebe sind hier mit 40 Ausbildungsberufen. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, uns als Unternehmen zu präsentieren. Vor allem für die Schüler ist es enorm wichtig, weil sie können direkt ihre Fragen an uns stellen. Und wir können ganz konkret antworten, auch so Fragen, wo man sagt, Mensch, die würde ich in einer E-Mail nicht formulieren. Da möchte ich einfach den persönlichen Kontakt haben und einen Ansprechpartner haben. Die Berufsorientierung braucht ihren Platz in der Schule. Und aus dem Grunde freue ich mich, dass wir mit dieser Messe Praktisches und aber auch andere Berufe hier präsentieren können. Und ich halte den Weg, zunächst einmal eine Ausbildung zu machen, für jedermann richtig. Ich möchte gern zur Kriminalpolizei, weil ich möchte gerne selber Leuten helfen. Steuerberater. Vielleicht Polizist. Ein Autohändler werden. Ich möchte Anwältin werden, weil ich Probleme lösen kann. Ich möchte gern Polizist werden. Sportlich, bin gut in der Schule. Irgendwas mit Medizin zu machen oder bei der AOK gucke ich mir das mal an. Mein Wunsch ist es, Polizist zu werden, weil mein Vater auch Polizist sein wollte. Sozialassistentin. Im letzten Bewerbungszeitraum war es so, dass eine ganz große Nachfrage ist bei der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Aber wir haben auch eine hohe Nachfrage in den anderen medizinisch-pflegerischen Ausbildungsberufen. Ausbildung ist der Anfang von allem. Von daher darf ich Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz herzlich einladen, sich umzuschauen, auch einige praktische Übungen durchzuführen, ob man Schrauben und Ähnliches kann, ob einem das liegt, und entsprechend eine Grundlage für den späteren Beruf finden. Mir ist es wichtig, dass tatsächlich die Wertschätzung für Ausbildung und für Beruf auch da gegeben wird, wo sie eigentlich hingehört, weil ich letztens ein ganz blödes Erlebnis hatte, da sagte mir jemand, ja, jetzt habe ich mein Abitur gemacht, aber ich habe mit meiner Lehrerin gesprochen, was mache ich denn? Habe überlegt, ob eine Ausbildung oder Studium. Da hat die Lehrerin gesagt, naja, also natürlich musst du studieren, für eine Ausbildung bist du doch viel zu schlau. Ausbildung, ich finde erstmal studieren, dann Ausbildung. Also, nein, erstmal, also ganz studieren. Ausbildung ist für Leute, die nicht studieren können und keinen Abschluss. Du kannst auch mit einem normalen Job so sehr gut verdienen wie bei einem Studienjob. Studienjob heißt nicht gleich, dass du viel verdienst. Deswegen ist eine Ausbildung auch wichtig für Jobs, wo man kein Abitur oder Studium braucht. Ich finde, dass es gerade das Praktische braucht, die Herangehensweise, wie arbeite ich, wie läuft ein Arbeitstag ab, wie ist der Prozess. Und im Anschluss kann ich immer noch mich entscheiden zu studieren und auch das theoretische Gerüst darüber zu bauen. Aber praktisch tun sollte jeder mal etwas. Herzlichen Dank allen, die hier sind, und gute Gespräche mit den Firmen, die hier auch sehr Praktisches präsentieren. Johanniter ist ein altes, traditionsreiches Unternehmen. Wir als Johanniter sind Deutschlands größter frei gemeinnütziger Träger in der Altenpflegebranche, haben Krankenhäuser, haben Rettungsdienste, soziale Einrichtungen. Wir verstehen uns intrinsisch gesehen wirklich als Dienstleister und versuchen natürlich, dort immer das Beste für den Menschen zu erreichen. Wir sind treu unserem Slogan, Erfahrung braucht Pflege. Natürlich auch immer erfahrene Leute zu akquirieren, und deswegen ist es wichtig, auch auf diesen Messen aktiv zu sein. Ich finde sie ganz wichtig, weil man auch Berufe, die man sonst nie hört oder mitbekommt, einfach mal kennenlernen kann. Deswegen finde ich so eine Messe eigentlich ganz gut, dass man mal nachfragen kann. Man nimmt, also die Angst wird genommen, mal sich so einen Betrieb vorzustellen. So Gespräche werden ja auch geübt, ne? Ich wollte mal gucken, was es so für verschiedene Bereiche gibt, um halt irgendwie zu wissen, was ich dann nach der Schule mache. Die meisten sagen ja, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, so ist der Einstieg. Mit Menschen arbeiten ist mannigfaltig, und man muss natürlich an dieser Stelle schauen, mit wem möchte ich arbeiten. Möchte ich mit Kranken arbeiten, möchte ich mit alten Leuten arbeiten, wo ich eine Beziehungsebene habe, möchte ich mit Kindern arbeiten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Praktikum zu machen. Also sich wirklich anzuschauen, was sind das für Bereiche, was sind meine Aufgabenfelder, kann ich mich damit identifizieren, weil ich als Person bin ja derjenige, der die Dienstleistung nachher erbringt. Also es ist ja eine soziale Dienstleistung, also steht und fällt alles mit mir als Person. Und deswegen sollte ich im Vorfeld einfach schauen, ist das was für mich? Kann ich das? Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich in diesem Beruf, dann für mich auch noch weiter voranzukommen? Also was möchte ich erreichen? Wir bieten insgesamt im medizinisch-pflegerischen Bereich 6 Ausbildungsberufe an. Operationstechnischer Assistent, Hebamme, Altenpflege und. Egal, welcher Ausbildungsberuf es sein soll, unsere Empfehlung, die wirklich ganz doll wichtig ist, jeder sollte in die Praxis reinschnuppern und ein Praktikum absolvieren.
Ich habe jetzt nur eine spezielle Gruppe von Schülern, das sind alles Willkommensschüler. Und für die ist natürlich Bildung und erstmal Sprache sehr wichtig, um hier eine Chance zu haben. Die müssen erstmal Deutsch lernen, sie wissen gar nicht, was sie wollen. Wir haben hier nur so einen Stärkenquiz ausgefüllt am Anfang. Zu sehen, bist du mehr der kreative Typ oder eher der praktische? Also es ist ein Dachziegelschneider, unelektrisch. Wir kommen direkt von der Fachschule, also vom Landesbildungszentrum des Berliner Dachdeckerhandwerks. Wir machen halt zusätzlich zur Berufsschule, zu den Ausbildungsbetrieben, führen die überbetriebliche Ausbildung durch. Warum ist Ausbildung so wichtig? Nach dem Abgang in der Schule, wenn ich mir die Möglichkeiten angucke, ein Studium, Fachhochschule etc., ist Ausbildungsberuf, denke ich mal, immer noch der Klassiker in Deutschland, mit am weitesten verbreitet. Und von daher auch immer, sage ich mal, ein Schritt ins Erwachsenwerden. Eine erfolgreiche Zukunft. Bildung klärt auf, Bildung gibt Informationen und mit diesen Informationen kann ich als Mensch umgehen und kann als Mensch dann auch agieren. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Chancen auf einen Ausbildungsberuf, auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie selten zuvor. Ich darf mich bei allen Beteiligten hier nochmals bedanken, insbesondere bei den Betrieben, bei den Schulen. Und ich wünsche Ihnen einen informativen Tag und ganz viele Informationen, theoretische Informationen und auch praktische Informationen. Und jeder, der die Ausbildungsmesse hier verlässt, sollte entsprechend dann wissen, wo er sich, für welche Bereiche er sich interessiert. Ganz viele Informationen, einen erfolgreichen Tag wünsche ich. Besten Dank.